Guckt euch den doch mal an hier, den Kamerad. Kriegt ja seine Bionade, Prost übrigens. Und jetzt machen wir nochmal hinten zur Brücke, bevor ich dann gleich wieder ins Handy nehme. Ich fordere uns nur noch diese Kanone zu machen. Das ist natürlich ganz viel Gemüse. Vortrag ist jetzt durch. Der war soweit auch cool. Also ich hatte ein super Gefühl dabei. Ich war nur ziemlich lange am Ende, weil ich halt wieder, wenn ich erzähle, ausschweife. Und es gab lustigerweise ziemlich viele Fragen. War echt cool. Hat echt Spaß gemacht, weil zwischendurch hatte ich immer Pausen zu fragen. Ich habe Fragen einfach erlaubt. Da hatten wir Fragen und Diskussionen innen drin. Das war cool. Bin gespannt, wie die Aufnahme wird. Keine Videoleute gesehen. Das ist echt mies. Das heißt, ich muss dann selber nochmal als Langform-Video die Präsentation wahrscheinlich dann nochmal halten irgendwo. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum World Club Dome. Die NFT-Grund, oder die schon mal eine Grundahnung ein bisschen davon hatten, so halbwegs oder irgendwie das mal gehört haben, Blockchain, die fanden die Präsentation richtig geil. Die haben dann ein technisches Verständnis bekommen oder wurden für begeistert. Und ja, für die, die absolut keine Ahnung haben, habe ich die Rückmeldung bekommen, dass es dann doch noch zu technisch war. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, wenn wir mit D-Tech-Content machen, dass wir beides abdecken. Also auch nochmal das erklären, was wir in unseren nicht technischen Sachen vorausnehmen letztendlich. Einfach Legende. Schönes Poloshirt. Sweatshirt eigentlich. Poloshirt. Ja, Poloshirt habe ich an. Was mache ich? Ich bin im Bunker. Ich bin komplett am Arsch. Dieser Bunker ist höher als mein. Deswegen gehen wir einfach das und machen den Franzosen. Wir gehen rückwärts. Weil hier ist nichts, da ist Russland. Jetzt kannst du abbrechen, weil ich will eigentlich nicht, dass du den Schlag filmst. Du kannst es dann filmen, wenn ich den hochgeworfen habe. Jetzt könnt ihr ganz entspannt, ganz entspannt, meine Liebe. Vom Tee, 7-1. Heute mein erstes Paar, also genauso viele Schläge gebraucht wie die Vorgabe. Jetzt bei dem Einschlag, Darius liegt da, ich lieg da. Heute ist die Fahne. Heute haben wir beide ein gutes Loch. Sehr schön. Ich finde, wir sind mit dem Dixie. Er hat gerade gefragt, wo das Dixie ist. Und dann wollte er die Kappe abziehen. Ich habe gesagt, lass die an, das sieht besser aus, wenn du dann reingehst. Aber hier ist ein Putter. Danke sehr, danke sehr. Boah, das sah aber vom Anlaufen her noch ein Denken her. Wenn du anläufst, habe ich deinen Ball gerade. Ja, ja. Das ist so krass, was das nochmal macht, wenn du dann vorschlägst und wirklich im Tiefboden Weite denken kannst. Ne? Du hast noch zu viel Bewegung im gesamten Körper drin beim Putten. Du machst noch ein bisschen so leicht. Geh mal wirklich die Beine fast an, wenn du auf dem Putting grün bist, um durchzustrecken und dann hochzupacken weiter durch. Ja. Nicht sowas drin, sondern aber einfach eine Unruhe. Ja, 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 ja. Vielleicht schaffe ich dann nächstes Mal hier. Was heißt nichts? Den Birdie. Du bist ein fucking Monster, was Arbeit angeht. Nimm das jetzt hin, du hast fucking noch nie Paar gehauen und hast jetzt an einmal zwei Paar. Jo, kann man machen, ne? Rede ich hier mit Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, Junge, dass der hier. Komm, mach deinen Birdie. Das wäre für ein Birdie! Das war für ein Birdie! Weißt du, was meine Ambition jetzt heute ist? Himmel! Dass ich jetzt mal hier gucke und das letzte, was ich sehen werde, einfach mein Golfball, mein Kiefer. Oh, das ist böse, das ist böse. Weißt du, was gerade in meinem Kopf für eine Musik gelaufen ist, während der gerollt ist? Diese Super Mario Sternmusik. Wie?
B&W rasiert? Ja. Danke. Ja. Digga, sag danke, sag mal bitte, du Bitte! Immer tun, ne? Ist ja gut. Warte, du nimmst schon. Sub rein, hier sind nur noch zwei Videos, die du gucken kannst. Das meiste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert, also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich dir auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die zwei Videos an.